So füllen Sie die Tintentanks der Drucker der Modellreihen HP Smart 210, 520, 540, 580 bis 590 und 5100 auf. Wenn der Tintenstand in einem oder mehreren Tintentanks bei Ihrem HP Smart Tankdrucker niedrig ist, müssen Sie Tinte nachfüllen. Verwenden Sie Original-Tintenflaschen von HP. Beachten Sie Folgendes, wenn Sie mit Tintenflaschen arbeiten. Bewahren Sie die Tintenflaschen außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Öffnen Sie die Tintenflasche nur, wenn Sie bereit sind, die Tintentanks zu befüllen. Kippen, schütteln oder drücken Sie die Tintenflaschen nicht, wenn diese geöffnet sind. Bewahren Sie die Tintenflaschen aufrecht an einem kühlen, trockenen Ort auf. Öffnen Sie zunächst die vordere Zugangsklappe. Öffnen Sie dann die Kappe des Tintentanks, den Sie befüllen möchten. Öffnen Sie die Tintenflasche. Wenn die Tintenflaschen Schraubverschlüsse haben, schrauben Sie die Kappe ab und legen Sie sie zur Seite. Wenn die Tintenflaschen Klappverschlüsse haben, schrauben Sie die Kappe ab, um sie zu entfernen. Ziehen Sie die Lasche vollständig aus der Flasche und entsorgen Sie das Siegel. Setzen Sie die Kappe wieder auf die Flasche auf, drehen Sie sie fest und klappen Sie dann die Kappe auf. Achten Sie darauf, dass Sie Tinte in der richtigen Farbe in die Tanks füllen. Setzen Sie die Flasche auf die Einfüllöffnung des Tanks und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet. Stellen Sie sicher, dass die Flaschenspitze richtig auf der Öffnung sitzt. Lassen Sie die Tinte in den Tintentank fließen, bis der Tank voll ist. Wenn die Flasche keine Tinte abgibt, nehmen Sie sie ab und setzen Sie sie erneut auf den Tank. Drücken Sie die Flasche nicht zusammen. Wenn der Tintenbehälter gefüllt ist, stellen Sie die Flasche beiseite und schließen den Tintenflaschendeckel. Bewahren Sie Flaschen mit übrig gebliebenen Tinten aufrecht an einem kühlen, trockenen Ort auf. Schließen Sie die Tintentankkappe fest. Wiederholen Sie bei Bedarf die vorherigen Schritte, um weitere Tintentanks zu befüllen. Schließen Sie die vordere Zugangsklappe. Die Tinte wurde wieder befüllt und der Drucker kann nun verwendet werden. Klicken Sie auf die Registerkarte mit den Wiedergabelisten in YouTube, um HP-Videos in anderen Sprachen zu finden. Suchen Sie auch in unserem Kanal nach offiziellen HP-Support-Videos.